So, hier ist, bin ich wieder mit einem neuen Let's Play, Lost Planet. Ja, das Spiel ist blind bis auf, ja, das Prolog. Denn das habe ich schon mal angezockt, um zu testen, wie das Spiel läuft und ob Fraps mitspielt. Ich hoffe, ich spiele jetzt alles mit. Ach ja, neues Spiel. Wir spielen auf normal und los geht's. Es ist die PC-Version. Intro. It was TC minus 80. 80 years before the trial century, humankind had abandoned the comfort of a familiar world in order to attempt life on EDN3. As emigration to the new world progressed, facilities were constructed to handle the growing population, and colonization appeared to be successful. With the expansion of the colony, humanity encountered a new alien life form. Known as the Acrid, they were immediately identified as a hostile presence. The humans had no weapons with which to repel Acrid aggression and were forced to retreat from their new home. Gotta hold them off! We'll do what we can! While fleeing from the enigmatic menace, the humans discovered the precious thermal energy lying within the very bodies of the Acrid. It was a powerful new energy source. Suddenly, humankind was determined to fight. Charge! You want some of this? Developed a weapon capable of fighting back against the Acrid Scourge, the Vital Suit, or VS. With VS technology, humanity has returned to EDN3, and the Great Colonization Experiment has resumed. Sorry I was late. Better late than never. Platoon A has encountered hostiles. Platoon B, what's your situation? Nothing here yet. Proceeding to the rendezvous point. Understood. I'll see you there. What the? Fall back. This is no time to be a hero.
Understood. Twenty-two years have passed since the second colonization. The VS has given humanity a means to battle the Acrid. But outside of direct combat with the monstrosities, there is no known method of harvesting the precious thermal energy. So, das war das Intro und nun spielen wir, ja, das Intro oder so. Jetzt haben wir den Folgen. Ja, ich sehe. Ich öffne hinter die Tür. Man hat schon gesehen, die Feinde sind so eine Art Käfer, Akriden heißen die hier. Da gibt es dann eine T-Energy, das heißt, ja, weiß ich jetzt selber nicht mehr, Thermalenergie, genau. Das ist sozusagen eine Zeitbeschränkung, wenn die abläuft, ist man tot. Dann hat man noch die normale Lebensanzeige. Soweit weiß ich bis jetzt. Anhalt. Der erste Gegner. So, der war noch einfach. Ja. Thermalenergie. Wenn du einen Akrin vernichtest, wird die Thermalenergie in diesen Körpern freigesetzt. Näherst du dich einer Energiequelle, wird diese automatisch von der Energiekapsel in Hüfthöhe absorbiert und in Kraftstoff für den Anzug umgewandelt. Sinkt dein Thermalenergievorrat auf Null, beginnt deine Lebensanzeige zu sinken. Fällt sie auf Null, stirbst du. Thermalenergie wird auch für den lebensrettenden Harmonisierer benötigt. Lebensrettender Harmonisierer, wenn du verletzt wirst, füllt der lebensrettende Harmonisierer deine Lebensenergieanzeige wieder auf. Solange ja genug Thermalenergie vorhanden ist, wird die Lebensenergieanzeige immer wieder aufgefüllt. Das klingt doch mal gut. So. Thermalenergie bekommen wir aus diesen Monstern, Akriden, was auch immer das ist. Dann folgen wir mal unserer Einheit. Activate the data post. We can use it to confirm the B-Platoon rendezvous point. Split up. Aber wir fallen hier. So. Es sind ziemlich viele Akriden, aber die gehen ziemlich schnell kaputt. Cool. Okay, das heißt es auch. Einsammeln mit dabei. Da fliegt doch noch was. Oh, da oben. Erwischt. Sonst haben wir 1400. Thermalenergie, das wird erstmal reichen. Da ich nicht weiß, was es ist. Ah, okay. Funktion einer Datenstation. Thermalenergie wiederherstellen. Die Datenstation stellt nach ihrer Aktivierung Thermal an Energie wieder her. Kartenansicht. Nach der Initialisierung einer Datenstation kannst du mit dem PDA die Karte sehen. Zielrichtung. Ein Licht zeigt den Weg zur nächsten Datenstation oder zum Zielort an. Diese Richtung erscheint auch auf dem Radar. Klingt gut. Ja, jetzt kommt was Großes. Wieder eine Katze. Ja. Großes hässliches Stinkemonster. So, hier werde ich jetzt erstmal einen Cut machen, dann bis zum nächsten Mal bei Lost Planet.